Check this out. Nein, wir schaffen das nicht. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Chaoten auf dem Bau. So Leute, und in diesem Sinne, grüezi servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Chaoten auf dem Bau. Mahlzeit. Moin, moin, moin. Ach, da sind sie wieder, die dreifach moin. Nächste Folge. In diesem Sinne erstmal... Macarena. Ei. Oh Scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Zurückgesetzt. Hallo. So, dann werde ich mal wieder meine Auftragsbücher reingucken hier. Ich hab da mal ein ganz nettes gesehen. Oh Gott. Wo ich endlich auch mal wieder baggern kann. Neubaugebiet. Was brauchen wir das für alles? Auf jeden Fall den Bagger. Du weißt schon, dass ich meinen Bagger selber auflade. Ich will auch mal wieder Bagger fahren. Warte, du mal wieder Bagger fahren, hallo, das ist mein Bagger, schwing dein Arsch aus meinem Sitz, du machst da eine Delle rein. Ich heiße nicht Jason. Arschloch. Der furzt immer alles voll. Papa, wir brauchen einen Mobilkran. Wir brauchen einen Kran zum Entsorgen und so, Aushub, Materiallieferung, Radlader. Kran, hinterfüllen, das kann ich auch mit dem Bagger machen. Geht ja wieder. Nachbesprechung. Oder immer noch. Ja, aktuell geht das. Deswegen sag ich ja, ich habe eigentlich die letzte Zeit immer keine Probleme gehabt damit. Deswegen habe ich das gewundert, dass ich heute selber Probleme hatte. Also einmal brauchen wir Papas Mobilkram. Den großen? Haben nur den großen, oder was? Wir haben nur den großen, ja. Wieso, wird's den kleinen auch noch? Eigentlich weiß der große immer passend, ne? Dann noch ein Bagger, Material. Jason kann eigentlich hingehen und kann direkt Material holen. Und wir brauchen halt auch noch den Kipper. Und irgendwie eine Radlader, so brauchen wir auch noch. Nee, brauchen wir nicht. Das ist nur der Aushub, den du nachher wieder hinten anfüllen musst. Das kann ich mit dem Bagger machen. Dann können wir in Ruhe Scheiße geben, wenn der da am Baggern ist. Stimmt. Ich hab keine Ahnung, den Kran schon mal hinbringen, wa? Haha, willst du da probieren müssen? Da wo wir gerade die Brücke gebaut haben. So gut, dann kennen wir den Weg. Baustoffhandel. Genau, direkt hinter der Brücke rechts. Ich bin eigentlich langsam um die Ecke gefahren. Ich hab mir gedacht, ich schieb mal. Der Kran ist einfach viel zu langsam. Ja, ist ja auch. Er schießt da nicht selbst ins Haus! Ah! Leg dich nicht mit meinem LKW an, wenn der Bagger draufsteht. Alter, der dreht sich die ganze Zeit jetzt. Was habt ihr da gemacht? Ja, er wollte mich von der Straße abdrängen und hat den Kürzeren gezogen. Mann, Papa.
haben sie mich zurückgesetzt, ne? Fand ich ja gut, wollte ich ja. Aber komplett in die falsche Richtung. Hey, geile Brücke, wir hatten die gebaut. Irgendwie so komische Möchtegern-Spezies. Können das gar nicht. Ups. Ah ja, hier sind ein paar Krater. Hier ist ein bisschen Baufläche. Jungs, ich quatsch schon mal mit der Luise, ja? Ja. Oder wie auch immer die hieß. Ist mir auch eigentlich scheißegal, die ist eh hässlich. Es ist der Traum jeder Stadtplanung, neues Land zu erschließen und es von Grund auf gestalten zu können. Zuerst muss die Fläche für die hier geplanten Grundstücke vorbereitet werden. Es ist eine wegweisende Entscheidung, dass die Stadt jetzt endlich wieder neues Land begründet. Ich denke, dass noch einige Aufträge für deine Firma hier warten, wenn das Gelände erst einmal erschlossen wurde. Ja, das kann ja wohl sein. Wenn die gut bezahlt werden, nehme ich die vielleicht auch an. Okay, wir haben 7 Gesteinsbrocken und 2x Restholz. Oh, heilige Scheiße. So. Da brauchen wir schon den Kranführer. Ja, ich kann halt auch mit dem Bagger machen, so ist nicht. Nee, ich komm, ich muss ihn nur im Tank und eben reparieren. Wenn ich so gerade schon an der Tanke vorbeikomme, kann ich auch sofort den machen. Das ist sofort erledigt. Ach, gibt es welche vor mir ist? Ich nicht. Na, du doch nicht. So, wo stellen wir den Kran hin? Soll ich abreißen? Okay, von dem großen Felsen, den kann ich mit meinem Bagger nicht mal heben. Ja, läuft. Was ist jetzt? Jetzt passiert. Einfach Spiel gecrashed. Geil. So laufen im Mehrspieler wurde unterbrochen. Ja, er zeigt mir an, die Internetverbindung wurde abgebrochen. So, jetzt geht's aber los hier. Ja, der stand die ganze Zeit schon auf Rot. Und dieser Punkt, der ist nämlich immer, wenn du gute oder schlechte Verbindung hast. Der war die ganze Zeit rot. Ich habe nur darauf gewartet. Das Update, das ist wieder der Wahnsinn, was die hier gebracht haben. Echt. Ja, Leute, da war einfach mal eben die Serververbindung weg. Angeblich Internetverbindung weg. Ja, da drehen die sich immer schön. Meine Internetverbindung, die war nicht weg. Dann ist wieder die Serververbindung, die da abgeschmiert ist. Der kommt da mit dem LKW angeflogen. Jetzt hätte jetzt nur gefehlt, so dass sie dann jetzt richtig noch irgendwo übergekippt wäre.
Alter, wo willst du denn jetzt hin, ey? Jetzt mach doch mir den ganzen Weg hier dicht. Vollpfosten. Halt's Maul. Jetzt geht mein Bagger wieder nicht. Ich finde das zum Schießen, weißt du, das Kieselsteinchen, was du da jetzt dranhängen hast, dann soll mein 50-Tonnen-Bagger nicht heben können. Na, läuft doch. Also in Wirklichkeit hebt er dieses Modell von Gatt, hebt das Steinchen aber mal easy. Ja, was soll ich dir dazu sagen, ne? Ja, das ist wieder Bausimulator-Logik, weißt du, machen irgendwelche Entwickler am Computer einen Simulator, wo solche Sachen wieder von vorne bis hinten nicht passen, weil die von dieser Materie überhaupt keine Ahnung haben. Also der Stein, der könnte, was weiß ich, der könnte locker das Fünffache wiegen, den wird der Bagger in Wirklichkeit hochkriegen. So, die Kacke hier, die soll ich jetzt alle ausbuddeln. Brauchen wir den Kipper? Ja, ich kann es auch in die Wüste ballern. Na, dann können wir es aber verkaufen, ne? Ja, aber wir müssen nachher auch noch wieder was anfüllen. Und das müsste normalerweise dieser Boden dann sein. Kipper wäre schon da. So, die Sachen, die bei Jason auf dem Auflieger sind, die können wir ja drauf lassen, wa? Kann man ja dann runternehmen, wenn man sie braucht. So. Boah, jetzt haben wir mal Pause, ist ja geil. Da kann ich dann jetzt erstmal ganz sofort ein Handygame zocken. Okay.
Ach ja. Irgendwie kann man sich wohl dran gewöhnen, dass man gerade nichts machen muss. Eigentlich ist das immer, ne? Dass irgendwo bei irgendeiner Aufgabe einer oder zwei nichts machen können. Ja. Wenn du zu viel bist, sowieso. Brauchst du gerade Sandburgen? Ja. Ja, damit du weiter kacken kannst. Geil. Guck meine Kindheit gerade nach. Nachdem ich damals in der 8. Klasse in Cuxhaven auf Klassenfahrt war und da am Strand einfach an der Nordsee ein Cut-Bagger stand, der den ganzen Strand umgebaggert hat, war schon immer mein Traum, einen Bagger-Sandburgen zu bauen. Brauchst du noch länger? Ja, dauert noch 2-3 Minuten. Na gut, dann gehe ich nämlich auf Klo, weil das könnte ein bisschen länger dauern. Ich nehme mich eben aus dem Kran raus, falls nämlich einer Kran fahren muss, falls ich nämlich noch nicht wieder da sein sollte. Hungle ich wieder. Heftiger Matt Eagle hat geschrieben. Guten Abend in die Runde. Ja, guten Abend zurück und geiler Name. Moin. Heftiger Matt Eagle. Auf den Namen muss auch was mal kommen. Sterben was findet. Nicht gut. Thank you.
Ihr seid am Baggern, ich eier mit einem Kran an der Brücke rum. Meinst du zufällig die Brücke, die hier vorne ist? Die haben wir gerade davor gebaut. Das wäre jetzt ein Zufall. Scheiße. Mein Gott, wie ich es hasse, wenn ich was in meine Kamera umgestellt habe. Jason, kannst du mal aufhören, in dein Mikrofon so reinzuholen? Achso, jo, sorry. Ich wollte keine ASMR-Session machen hier. Ja, ich lieg gerade nur mit dem Kopf einfach nur auf dem Kissen. Und ich glaube, das Mikro war direkt da drunter. Zwischen Industriegebiet und Gewerbegebiet? Naja, dann wird das eine andere sein. So, warte mal, geht sich da mit dem Gewicht hier aus? Sollte. Bist du denn auch auf der USA-Map oder Europa? Weil wir sind ja USA-Map. Ja, wir haben die Brücke hier gerade im Auftrag davor gebaut. Ja, okay, ja, Europa haben wir so gesehen schon durch. Wir hatten mit Europa, haben wir letztes Jahr angefangen und machen jetzt USA. Och mein Gott, wie ich es hasse, wenn die Steuerung das macht. Ich hasse gerade ganz so, weil ich die Steuerung vom Kran. So, wollen wir mal bei der Arbeit zugucken. Ja, die Brücke, die wir jetzt gebaut haben, gerade Daniel, die war aber gechillt. Also heftiger Matt Eagle nebenbei, Scania ist eigentlich unser Kranfahrer, der ist nur gerade auf dem Dixie-Klo, um es mal so auszudrücken.
Ja, die Europa, da die Brücke, das war die mit den ganzen Querträgern und sowas, die war mehr Arbeit, ja. Ja, wenn es günstig war, ist gut, weil das Spiel ist teilweise immer so verbuggt und macht solche Probleme, gerade so wie jetzt, wenn die wieder irgendein Update gebracht haben. Also, ich überlegt, wir haben da ursprünglich, ich glaube, 50 € für bezahlt. Also, nee, also so komplett gerechtfertigt sehe ich das nicht bei den ganzen Fehlern und Problemen, die man manchmal hat mit dem Spiel. Ja, wenn du es für 20 € geschossen hast, dann ist es auf jeden Fall okay. 20 € passt. Aber wir haben es damals kurz nach Release oder was, haben wir es uns direkt geholt und 50 € oder was dafür bezahlt. Und da gab es die ganzen Packs, die du jetzt dazu kaufen kannst und so, ja noch gar nicht. Und dann hat gefühlt generell auch fehlt einfach zu viel in dem Spiel, was Maschinen betrifft. Zu wenig Auswahl und zu oft irgendwelche Bugs gehabt und fliegende Fahrzeuge und Synchronisationsprobleme. Wenn ich zum Beispiel bei den Jungs mitfahre im LKW und die fahren, ey, der Auflieger und der Kran, die sind nur am Rumbacken und in den LKW backen die rein und sowas, alle, das kannst du schon gar nicht angucken. Oder die Kranseile hängen sich auf oder was, ey, dann bleibt die Last stecken oder kannst nicht mehr abhängen oder dann kannst du den Bagger nicht aufbocken und ging dann so weit, bis irgendwann der Bagger, wenn er im Boden drin war mit der Schaufel, dann hatte der gar keine Kraft mehr gefühlt, dann wurde er total langsam, da war es ewig und 3 Tage gebraucht, um ein Loch zu buddeln. Also als wir Europa durch hatten, waren wir alle so genervt von dem Spiel, dass wir es erstmal ein halbes Jahr lang nicht gespielt haben. Ich habe es ja allgemein nicht ab Anfang der Ja, du warst da Geschichte. noch nicht dabei. Du hast es ja erst zum Geburtstag gekriegt. Ja. Ja, echt, zu dem Zeitpunkt und definitiv Bug-Simulator. Und jetzt die letzten Monate ging's halbwegs, aber jetzt gefühlt mit dem Update, was sie wieder gebracht haben, ist wieder schlimmer geworden. Also wir haben jetzt immer zwischenzeitlich so Art Ruckler im Spiel, dann bleibt einfach das Spiel kurz stehen, dann reagieren die Fahrzeuge nicht mehr oder man kann nicht mehr aussteigen oder so ein Scheiß. Gerade war schon einmal komplette Server. Angeblich wäre die Internetverbindung weg. Nee, Digga, meine Internetverbindung war da. Die Serververbindung ist wieder abgebrochen. Dann immer mit den ganzen verschiedenen Serverregionen, die ihr für Multiplayer nutzen kannst. Also, ich habe schon Abende gehabt, da habe ich, bevor wir überhaupt mal angefangen konnten aufzunehmen, habe ich eine Stunde da gesessen und bin die ganze Serverregion durchgegangen, um mal irgendwo eine zu finden, wo mein Bagger mal vernünftig funktioniert. Das sind also Fehler, die sollten meiner Meinung nach nicht in so einem Spiel sein. Also, ein Spiel sollte schon vernünftig laufen und fertig sein. Wir ein Spiel anmachen können und vernünftig spielen können. Papa, ich kann dich beruhigen, ich will gerade nie mehr fahren. Die Steuerung ist so beschissen. Ja, du hast sie wahrscheinlich nicht umgestellt. Ja, das kann möglich sein. Letzte PVC, Rory. Bis zum Glück nur einer.
Ist nur die Frage, welche? Frage ist, wenn der Kranfahrer vom Dixi-Klo wiederkommt. Ich will die Folge gleich abmoderieren. Von mir sind doch schon wieder bei 62%. Also heute ist echt bei uns Turbo-Baustellen. Wir knallen alles so durch. Erst in 2 Folgen die Brücke da fertig gewämst. Ah, ne, so schnell fällt er nicht ins Klo rein. Das passt nicht. Element. Ich habe jetzt absolut keinen Bock mehr mit dem. Sehen Sie hier absolute Profis bei der Arbeit. Willkommen bei Chaoten auf dem Bau. Es klappt. Es Aktuell klappt. live auf Twitch, Es klappt doch später nicht. für Sie auf Es YouTube. klappt doch nicht. Mach die Runde umleuchten an, vielleicht funktioniert es dann. Hey, warte, warte, warte. Du Oh, weißt, ich dass hier brauchte hinten nur auch eine etwas. Ich Einfahrt in brauchte das nur Loch etwas ist, Anlauf, ne? guck. Vor allem wie die Fahrzeuge immer so halb in den Boden reinpacken, die ganze Schnauze mal wieder in der Erde. Wie gesagt, ich brauchte nur etwas Anlauf. Ja, kannst du bitte trotzdem die Rundumleuchten anmachen? Danke. Genau. Ich finde das halt voll chillig, dass ich mich jetzt hinsetzen kann. So wie jetzt, wenn ich dann zugucke, einfach nur, dann kann ich mich hinsetzen. So, Kollege Schmalzlocke, jetzt verpiss dich da runter von meinem Ding. Der ist schon nicht mehr auf deinem Ding. Der ist in den LKW reingegangen, weil er mit dem Kran nicht klarkommt. Ah, Papa, zeig dir mal, wie das funktioniert hier. Alter, wo hat er den Haken hingesetzt? Bodennah, damit er sich aufhängen kann. Also guck, wie schnell er geht. Ja, komm, fick dich. Bereich mit Erde verfüllen. Du hast die Steuerung mit Sicherheit anders liegen wie ich. Ja, habe ich auch schon gesagt. Er hat die Steuerung für den Mobilkram mit Sicherheit nicht eingestellt. Ich habe nichts eingestellt. Nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt kommt er da nicht raus. Ja, beste Einfahrt. Ja, ich hab gesagt Einfahrt, nicht Ausfahrt. Ja, klappt das Abfahrt. Ich hab vielleicht, gesagt, du klappt kommst da das rein. vielleicht wieder mit Anlauf? Buff. Und du bist rückwärts. Warte, ich hab noch eine andere Idee. Ey, Muschi, hast du gerade mal geguckt? Ich hab dir gerade mal ein Bild zugeschickt. Ja, guck ich mir gleich an. Habe ein schönes Mikrofon gefunden. Der ist sogar mit Halter oder Standfuß. Kann ich mir aussuchen. Ist aber Können Sie halt. gleich mal eben eine E-Mail schreiben? Wir können leider nicht fertig bauen, weil wir kriegen unseren LKW nicht mehr aus der Baugrube raus. Okay. Aber ich glaube nicht, dass der für Xbox geeignet ist. Ist das der LKW von Marcel? Ja.
Ah, dann richtig zu Klump. Okay, warte. Aber Marcel schrieb, der arme LKW, der darf erstmal wieder in die Werkstatt, wenn Jason einmal drin sitzt. Ja, Sach. Jason ist wenigstens da. Oh, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Nicht nur ihr. Und ich bin nur da, weil Marcel nicht da ist. So. LKW ist auf wundersame Weise da mal aus dem Loch rausgekommen. Das ist auch wieder so ein Ding, weißt du? Dann konntest du beim Fahren jetzt schon sehen, wenn er hier reingefahren ist, dann war das keine Schräge, sondern unten wie ein rechter Winkel. Da ist unten der LKW erstmal in die Erde reingebackt, weil die diese Auffahrt einfach nicht vernünftig modelliert haben. Weil die Kollision da einfach verkehrt ist. Und das sind einfach so Sachen, die dürfen nicht sein. Warte, ich brauche wieder Anlauf. Ich bin gerade hängen geblieben, ich brauche wieder Anlauf. Ja, du bist schon öfter hängen geblieben. Seit Geburt an. Jetzt bleib ich an diesem Sandkasten hängen. Ich will eigentlich die Folge abmoderieren, weil es gerade zu lustig wie er überall ein Ding nach dem anderen baut. Will der hin? Der macht jetzt den Röhrenjump. Na, aber nicht so. Ey, ich bin jetzt wieder hängen geblieben. Geil! Also, wie oft bist du heute schon hängen geblieben? Also, Jason. Nee, ne? Jason klopft da nicht so rum. Er ist jedes Mal wie so ein Flachkörper. Er folgt dir fliegt gut und dann auf einmal rums. Ja, der fliegt doch immer so einen halben Meter noch wieder zurück. Jetzt also, probiere ich mal die Einfahrt zu nehmen. Das ist echt lustig, die Einfahrt hier oben anzusehen. Der Kipperjump. Darf ich das mal versuchen? Nur hier, bei den Chaoten auf dem Bauch. Warte, ich fahr jetzt einmal über die Einfahrt. Nee, ich will einmal versuchen, bevor du da unten jetzt reingehst. Ey, nicht durch mich durch. Jetzt nimmt er mich auch noch mit. Ich will nicht mitfahren. Lass mich mal fahren. Jetzt nimmt er mich auch beim Telefonieren mit. Was soll das denn? Kann ich mal versuchen. Ja, okay. Man hat hier gar keine eigenen Rechte mehr. Guck mal. Wurde einfach gekippernappt. Erstmal alles anmachen an Warnsachen, ne? Schon mal das Erste. Ja, der trägt sehr stark zum Erfolg bei dieser Mission. Sieht man. Ey, er ist einen Meter weiter. Richtig. Der war jetzt aber gecheatet. Ich häng. Der Vater, so der Sohn. Ey, ich bin aber schon mal weiter drin wie er. Ich mach's mir hier oben auf dem Sandkasten erstmal einen Spons. Ah, da kriegen wir. Moment. Okay, noch mehr Anlauf. Wieder Anlauf aus Frankreich. Jetzt Turbo Boost! Oh Scheiße, was ist da noch? Mission failed, nix mit Turbo Boost! Ach, jetzt weiß ich, warum das nicht funktioniert. Das Licht ist nicht an. Ja, genau. Deswegen, ich sehe gar nicht, wohin ich fahre. Warte, ich nehme Moment ein bisschen mehr Anlauf. So, jetzt haben wir genug Anlauf, hoffe ich. Achtung, hier ist der Sandkasten. Ah! Hey! Bin drin! Ja, jetzt musst du nur wieder rauskommen. Wieso? Ich muss ja nicht raus. Jason muss wieder rausfahren. Ich bin nur der Reinbringer. Ich würde lachen, wenn er mit dem jetzt so rausfahren kann. Ich probier's mal. Ja, wenn er jetzt so geradeaus weiterfährt, ja. Würde ich sagen. Nee, doch nicht.
Kannst du mir mal verraten, warum der jetzt was gekauft hat? Keine Ahnung. Er hat halt wieder nicht zugehört. Der steht auf der langen Leitung. Ich habe vorhin extra gesagt, den Boden werfe ich beiseite, weil der ganze Boden, der hier oben liegt als Hügellandschaften, den können wir da unten reinfüllen. Und er geht jetzt hin und kauft irgendeine Scheiße, um sie da reinzukippen. Siehst du, ich habe dir zuvor gesagt, verkauf's wieder. Rums! Harter Arbeitstag heute. Ja, Pause. Ah, warte. Was nah dran? Warte, durch warte, die warte, Wand warte, warte, warte. Das ist lustig. Nee. Also wenn er das weiter so macht, dann hat er es gleich gerade. Ja, er verdichtet auch den Boden. Ja, ist doch schon mal gut, ne? Rutsch. Ja, die Stelle ist ganz schlecht. Da war zu früh. Aber den Satz wirst du von deiner späteren Freundin auch mit Sicherheit noch öfter hören. Also. Wenn der eine Freundin hat, die war nicht erstmal. Soll ich dir gut überlegen. Ach komm, 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 zieh! Das sah schmerzhaft aus. Ich hab eine Nachricht bekommen, wovon? Also, du da so live bist. Er hüpft. Aber hoppelt. So ein Hoppelhäschen. Aber ich komme. Nee. Nee, bitte nicht. Komm, brauchst ich komme. Du nicht. Ich komme. Haben wir irgendwie was, um den schnell wieder reinzuschieben? Warte. Ja, hier, bitteschön. Ich hätte ja viel gedacht, ne? Aber nicht, dass deinem Sohn schwerer fällt, irgendwo rauszukommen, anstatt reinzukommen. Nee, ne? Doch, reingekommen ist er jetzt. Jetzt kommt er nur nicht wieder raus. Ja, das ist jetzt, also, ich hätte andersrum eher gedacht, also, das Loch nicht findet und nicht reinkommt. Ja, was soll man dazu sagen? Jetzt mal überfragen, jetzt mal so eine ganz blöde Frage nebenbei, ne? Ja. Worauf warten wir eigentlich? Doch, ich fand das jetzt irgendwie gerade recht unterhaltsam, ach, deswegen habe ich noch nicht abmoderiert. Aber Leute, jetzt werden wir die Stunt-Show mal beenden und wenn der Praktikant nicht umgehend seinen hässlichen Arsch aus meinem Bagger rausschiebt, dann hat er dann keinen Job mehr. Also lasst euch überraschen, ob er nächste Woche noch dabei ist. Und ja, wenn euch die Folge inklusive Stunt-Show gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Däumchen nach oben da und schaltet nächste Woche wieder ein. Und in diesem Sinne, macht es gut und hadi tschüss. Hadi tschüss. Ciao, ciao.